Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einem Pressegespräch um 1 Uhr. Zur Erinnerung, die Abschlusspressekonferenz ist nicht erst übermorgen, sondern morgen schon um 13 Uhr, auch wenn die Beratungen der deutschen Bischöfe noch bis abends weitergehen. Die Predigt für morgen früh im Erzbischof Becker Predigt morgen früh werden wir Ihnen heute Abend wieder zusenden. Die Stimmung ist gut, der Studientag ist gestartet. Herr Kardinal Wölki wird Sie über den Studientag informieren, der noch bis heute in den späten Nachmittag weitergeht. Ich grüße ihn herzlich, den Erzbischof von Köln, flankiert von Frau Assmann von der Caritas Frankfurt. Neben ihm auf der linken Seite Professor Bude, Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel, auch herzlich begrüßt, der eben ein Referat gehalten hat. Und neben mir sitzt der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Dr. Peter Neher, der Ihnen auch noch einen Factsheet mitgebracht hat mit aktuellen Armutszahlen, auf das er jetzt gleich nicht eigens eingeht, was aber nochmal die Zahlen konkretisiert, um die es eigentlich geht, wenn wir über die Frage Armut und Schrei der Armut sprechen. Herr Kardinal Wölki, Sie haben das Wort. Ja, meine verehrten Damen, meine Herren, wir haben uns in diesem Jahr mit dem Studientag der Frage nach Armut und Ausgrenzung beschäftigt. Natürlich tun wir das vor allen Dingen mit Blick auf das Postulat des Papstes, der uns als Kirche ja in einer ganz neuen Weise herausgefordert hat, an die Ränder, an die Peripherie zu gehen, um überhaupt wahrnehmen zu können, was sich dann unter anderem auch in der Mitte der Gesellschaft zum Beispiel tut. Also er auffordert, wir gehen bitte oder sollen bitte in die Nähe der Menschen gehen. Wir sollen uns mit dem beschäftigen, was Menschen beschäftigt, was ihre Fragen sind, um auf diesem Wege dann auch die, aus meiner Sicht heraus natürlich, die alternativlose Botschaft des Evangeliums zu bringen. Nun leben wir hier in Deutschland ja in einer besonders komfortablen Situation als deutsche Kirche, und so dass wir sicherlich zunächst einmal sagen müssen, die deutschen Bischöfe wissen viel über Armut. Sie wissen viel wahrscheinlich auch über die Ursachen von Armut und über ihre Bekämpfung. Und auch das dürfte unstreitig sein, dass wir als Kirche mit unserer Caritas, mit unseren vielen, 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 vielen Gemeinden sehr viel für Arme tun. Und das könnte man sicherlich auch fast auf Heller und Pfennig belegen. Wir sind Dienstgeber eines großen katholischen Wohlfahrtsverbandes, und die katholischen Hilfswerke helfen weltweit dort, wo die Not am größten ist. Aber, das müssen wir uns natürlich schon selbstkritisch auch fragen, was haben wir mit Armen wirklich zu tun? Der heutige Studientag befasst sich aus vielen Perspektiven mit der Lebenslage der Armut. Ziel dieser Befassung ist, die Armen nicht nur einfach als Empfänger unserer Hilfe zu sehen und uns selbst als mildtätig darzustellen. Die Deutsche Bischofskonferenz ist ja kein Charity-Verein, sondern eben der Zusammenschluss von Bischöfen, die unter anderem bei ihrer Bischofsweihe versprochen haben, den Armen, den Heimatlosen und den Notleidenden wirklich zu helfen. Also deshalb kann man nicht sagen, wie das heute vielleicht der eine oder andere auch im politischen Bereich oder im gesellschaftlichen Bereich ganz gerne sehen wird, da sollen die sich mal raushalten. Ich bekomme immer wieder schon mal Briefe. Ich bekomme immer wieder schon mal Briefe, wo das dann auch gefordert wird, dass ich mich aus dem Gesellschaftspolitischen doch herauszuhalten habe. Im Gegenteil, das Evangelium ist politisch und fordert auf zu politischem Handeln und zu politischen Stellungnahme. Kirche hat hier vom Evangelium her eine anwaltschaftliche Aufgabe und Herausforderung, nämlich von ihrem Gottesbild her für den Menschen Partei zu ergreifen, für die Armen Partei zu ergreifen, überall dort, wo sie in ihrer Menschenwürde und in ihren Menschenrechten bedroht sind. Diese Hilfe wird von den Mitarbeitenden der katholischen Wohlfahrtspflege und den katholischen Hilfswerken hervorragend geleistet. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, das ist kein Freifahrtschein für uns Bischöfe,
bereits alles in unserer Macht Stehende getan zu haben, dass wir also sagen können, schön, dass es hier unseren deutschen Caritasverband gibt. Wir wissen, die machen tolle Arbeit und wir wissen auch, dass wir oft als Bischöfe oder als Kirche gerade an der Arbeit der Caritas, dass wir davon profitieren und dass man uns sagt, Gott sei Dank, dass es die Caritas gibt und das wird fast dann auch identifiziert und Caritas ist ein Aushängeschild für die Kirche. Aber wir dürfen nicht einfach sagen, schön, dass es die gibt und uns sozusagen dann selber zurücklehnen. Es gibt, wie der Heilige Vater, Papst Franziskus, mit unüberhörbarer Deutlichkeit betont, viele Arten von Mittäterschaft. Die Hände triefen von Blut aufgrund einer bequemen, schweigenden Komplizenschaft, sagt er in Evangelii Gaudium. Was, frage ich mich, heißt das für uns? Befinden wir uns in bequemer, schweigender Komplizenschaft? Die Antwort muss hier jeder natürlich für sich geben. Da kann ich für niemanden sprechen. Aber eines ist sicher, die Art und Weise, wie wir hier in Deutschland wirtschaften, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, hat Auswirkungen auf die Lebensmöglichkeiten von Menschen auf dem ganzen Erdball. Wir sind hier herausgefordert. Haben die Armen in unserem Verständnis tatsächlich einen bevorzugten Platz im Volk Gottes? Nehmen wir wahr, was die Armen uns lehren? Lassen wir uns wirklich von ihnen evangelisieren, wie das die Päpste im vergangenen Jahrhundert und natürlich auch in diesem immer wieder gefordert haben? Es geht bei der Lebenslage Armut nicht nur um ein Thema, von dem andere betroffen sind, es geht auch um uns, es geht um unsere Haltung im Umgang mit, im Zugang auf und in der Beziehung zu Armen. Solange Arme nur Hilfeempfänger sind, mit denen niemand etwas zu tun haben will, bleiben sie Ausgeschlossene. Bei diesem Studientag setzen wir Bischöfe uns mit einer Lebenslage auseinander, die sich niemand freiwillig ausgesucht hat und die zu wenden neben aller Hilfe auch bedeutet, die Wundmale Jesu in den Ausgeschlossenen zu sehen und sie wirklich als unsere Schwestern und Brüder zu erkennen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kardinal Bölki. Herr Professor Bude. Ein Punkt, der, glaube ich, heute wichtig ist, wenn man von Deutschland aus die Dinge angeht, ergibt sich aus der Tatsache, dass wir Bundesländer in Deutschland haben, denken Sie an Bayern und Baden-Württemberg, wo Vollbeschäftigung herrscht. Selbst in Hessen gibt es Teile mit Vollbeschäftigung. In Bremen sieht das ein bisschen anders aus. Das heißt, wir sind wirklich ein Land, wo ein großes Thema, das es noch vor 10 Jahren enorm beschäftigt hat, nämlich Arbeitslosigkeit, in manchen Teilen sich erübrigt hat. Trotzdem gibt es Armut. Und das ist der erste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, dass wir heute Armut bei Arbeit haben oder Armut trotz Arbeit haben. Wenn Sie an den ganzen Bereich der einfachen Dienstleistungen denken, im Bereich der Gebäudereinigung, im Bereich des Transportwesens, im Bereich der Pflege auch, dort haben wir vollzeitig Beschäftigte, von denen wir nach den Kriterien, die wir heute allgemein anlegen, da müssen wir aber nicht nach offiziellen Daten, das können Sie einfach alterssprachlich und alterserfahrungsmäßig auch sehen, wenn man 1.000 Euro netto verdient, kommt man damit nicht über die Runden. Und das ist eine Situation, die wir mit vollzeitiger Beschäftigung heute bei 12-14% der Beschäftigten haben. Das ist der erste wichtige Befund, den man sich stellen muss, wenn man über Armut in unserer Gesellschaft redet. Der zweite wichtige Befund besteht darin, dass das, was der Caritasverband früher mal in seiner ganz frühen Studie prekären Wohlstand genannt hat, dass der in Teilen in die Mitte unserer Gesellschaft gewandelt ist. Wir haben auch in den mittleren Lagen unserer Gesellschaft Leute, insbesondere wenn sie mehrere Kinder haben, die durchaus bei hohen Bildungsvoraussetzungen, durchaus bei Berufen, die anerkannt sind, aber nicht sehr hoch bezahlt sind, Sie kennen das im Bereich des Journalismus ja relativ gut, dass wir da Situationen prekären Wohlstands haben. Das heißt, Situationen von
Mangellagen, die nicht Armut in der Weise Armut sind, dass sie als Armut dokumentierbar sind, aber doch für die Leute das Gefühl bringen, dass sie so gerade so über die Runden kommen. Und wenn man das beides zusammen sieht, also Armut bei Beschäftigung und Armut in relativ privilegierten Lagen, im Sinne dieses prekären Wohlstands, sieht die Situation etwas anders aus. Das ist im Blick auf die weltweite Lage ein wichtiger Befund, weil man weltweit sehen kann, dass die seit den letzten 20 Jahren der Anteil etwa von extremer Armut in der Weltgesellschaft deutlich zurückgegangen sind. Je nachdem, wie man das berechnet, sind vielleicht 500 Millionen, vielleicht 700 Millionen, vielleicht 1 Milliarde Menschen weniger in absoluter Armut in der Gesellschaft weltweit gesehen. Und die Lebensstandards zwischen den Gesellschaften, nachdem sich lange Zeit zwischen Europa und dem Rest der Welt erweitert haben, gehen zurück. Das ist natürlich ein Effekt der Schwellenländer. Die andere Seite der Geschichte ist, dass die Ungleichheit innerhalb der Gesellschaften zunimmt. Also zwischen Gesellschaften nimmt sie ab, innerhalb der Gesellschaften nimmt sie zu. Das ist eine neue Herausforderung an das Problem der Armut, jetzt vermittelt über die Frage der Ungleichheit innerhalb von Gesellschaften. Die positive Botschaft ist, glaube ich, dass die Kirche seit der neuen Zuwanderungslage, die wir in Deutschland haben, also seit dem letzten Jahr, einen deutlichen, wie soll ich sagen, Ansehensgewinn in der deutschen Zivilgesellschaft gewonnen hat. Gerade im Blick auf die Organisierung von Solidarität. Die Kirchen, auch die Caritas als ihre organisatorische Seite, hat, glaube ich, ist nicht mehr in der Lage, dass man sie scheel anschaut, wenn es um Fragen von Armut und der Bewältigung von Flüchtlingsfragen gehen würde, sondern wir haben da eine neue Situation. Und ich habe den Eindruck, jetzt von außen von mir gesehen, dass die Bischöfe sich darüber im Klaren sind, dass da ihnen etwas zugewachsen ist, auch ein Vertrauen, mit dem sie, glaube ich, sorgsam in der Zukunft umgehen werden. Vielen Dank, Herr Professor Bude. Frau Aßmann, eine Frau, die heute vor 65 deutschen Bischöfen geredet hat, kommt nicht ganz so oft in der Vollversammlung vor. Frau Aßmann, Sie sind die Praktikerin aus Frankfurt. Sie war mit mehreren anderen Praktikern heute im Studientag dabei, einem Arbeiterpriester, einem Mitarbeiter aus einem sozialen Brennpunkt in Duisburg. Sie kommen aus Frankfurt. Bitte schön. Wie gesagt, Marguerite Aßmann ist mein Name. Ich bin Pfarrgemeinderatsvorsitzende einer katholischen Pfarrei St. Johannes Apostel in Unterliederbach. Bin dort auch Caritas-Beauftragte. Das heißt, ich habe ein ehrenamtliches Mandat. In unserer Pfarrei gab es den karitativen Gedanken schon immer sehr. Wir hatten auch immer leitende Priester, die den Gedanken mitgetragen haben. Unser Stadtteil ist auch durchwachsen von Wohnungsbaugesellschaften mit sozialen Brennpunkten. Wir hatten ein einschneidendes Erlebnis, dass ein Kommunionkind mitten in der Erstkommunionvorbereitung abgemeldet wurde. Und wir haben dann bemerkt, die alleinerziehende Mutter hat Angst vor der Feier und vor der Bekleidung des Kindes. Wir haben das dann sensibel gerettet, aber es hat in unserem Pfarrgemeinderat quasi den Klick gegeben. Wir haben dann in einem Arbeitswochenende in Kloster Tiefenthal über Gemeinwesenarbeit, über Caritasarbeit gesprochen und haben dieses Thema uns zu eigen gemacht. Es steht in jeder Pfarrgemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Manchmal dachte ich schon, ich kriege Prügel, wenn das Thema immer wieder draufsteht, weil es gibt gefälligere Themen für Kirchengemeinden. Aber unsere Pfarrei hat sich dieses Themas zu eigen gemacht. Wir haben Beschlüsse gefasst und die Caritasarbeit ist jetzt in St. Johannes fest verankert. Wir haben eine ehrenamtliche soziale Lebensberatung. Wir haben ein Hilfenetz geschaffen. Das ist ein Angebot von niedrigschwelligen Arbeiten. Wir schicken arme Familien oder bedürftige Familien ins Feriendorf Hübingen. Wir haben einen Verein gegründet, damit wir frei und unabhängig agieren können mit den Geldern, die wir als Spende bekommen oder als Bußgelder. Und wir erreichen die Menschen in ihrer
Not oder in ihrer Sorge, weil wir vor Ort sind. Wir sind quasi bunter Hund. Und der Vertrauensbonus Kirche ist immens. Der hilft uns Ehrenamtlichen bei dem Gespräch oder bei vertraulichen Dingen oder bei Nöten oder in den Schulen, hilft er uns unwahrscheinlich. Also wenn wir als Christen da sind, sind wir vertrauenswürdig. Und diesen Bonus dürfen wir nicht verspielen. Vielen Dank, Frau Assmann. Herr Prelatnir, solche Caritas-Beauftragten braucht man. Sie als Präsident des DCV haben den großen Überblick. Bitte schön. Okay, ich versuche es, ja. Armut, Ausgrenzung sind, denke ich, das würde deutlich zentrale Herausforderungen dieser Zeit. Und eine Gesellschaft zeigt ihre Humanität letztlich gerade im Umgang mit den Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und die Hilfe für diese Menschen ist deshalb von Anbeginn ein zentrales Handlungsfeld kirchlicher Caritas, ganz egal, ob nun gemeindlich, verbandlich, ehrenamtlich oder beruflich. Ein Weg, Armut zu erfassen, ist die Zahl derjenigen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, das sogenannte Hartz IV und die Grundsicherung im Alter. Immerhin 7 Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit darauf angewiesen. Die Arbeitslosigkeit hat immer ein erhöhtes Armutsrisiko mit sich. Und nötig sind daher Initiativen, die verhindern, dass Menschen, die schon lange nicht mehr am Arbeitsmarkt sind, abgeschrieben werden. Als einige Beispiele mit dem Stromsparcheck haben wir bundesweit, würde ich gerne sagen, ein Erfolgsmodell etabliert, entwickelt von der Caritas Frankfurt, mittlerweile bundesweit. Ehemalige Langzeitarbeitslose, und das ist das Besondere, beraten Haushalte bei der Energiegewinnung, Energieeinsparung. Der Haushalt gewinnt selber unmittelbar durch geringere Energiekosten. Der ehemals Langzeitarbeitslose hat eine sinnstiftende Tätigkeit und letztlich ist es auch noch ein Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung. Die verbandliche Caritas sucht immer wieder nach wirksamen Wegen der Armutsprävention und muss dabei auch immer Neues ausprobieren. Und derzeit bemühen sich der Deutsche Caritasverband mit dem Katholischen Krankenhausverband als einem seiner Fachverbände darum, ein Angebot der frühen Hilfen in den katholischen Geburtskliniken aufzubauen. Paare und alleinstehende Mütter sollen so bereits während der Zeit der Geburt erreicht und motiviert werden, Hilfen anzunehmen, wenn sie in Not sind. Und das ist ein Projekt, das dazu beitragen will, dass der Sozialstaat eben stärker auf Prävention ausgerichtet wird und dass es ihm in Zukunft noch besser gelingt, Notlagen überhaupt zu vermeiden. Besonders das Bildungssystem nach wie vor muss mehr Chancengerechtigkeit verwirklichen. Die Caritas-Bildungsstudie erfasst seit einigen Jahren jährlich die Zahl derjenigen Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Und wir werten dann dies bis auf die Kreisebene bundesweit aus. Und es zeigen sich ganz erstaunliche Unterschiede zwischen den Kreisen, in denen beispielsweise jedes 10. Kind und Kreisen, in denen nur jedes 50. Kind die Schule ohne Abschluss verlässt. Also das heißt, man kann wirklich vor Ort handeln. Politischer Wille ist das alles Entscheidende dabei. Und es besteht ein hoher Handlungsbedarf. Will man die Quote der Schulabgänger ohne Schulabschluss weiter verringern? Als erfolgreich haben sich Kooperationsstrukturen zwischen den Beteiligten, frühe präventive Unterstützung der Kinder und ihrer Familien, verlässliche Schulsozialarbeit, intensive Begleitung schulmüder Jugendlicher über eine frühe Berufsorientierung erwiesen. Es ist immerhin gelungen, in den letzten Jahren diese Quote der Jugendlichen ohne Schulabschluss von über 8 auf 5,6% zu reduzieren. Aber 5,6 sind immer noch entschieden zu viel. Die Aufgabe des Deutschen Caritasverbandes als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege besteht eben auch darin, nicht nur praktisch zu handeln, Not zu lindern, sondern gesellschaftliche Veränderungen aufzugreifen, politische Entwicklungen zu begleiten und sich für diejenigen einzusetzen, die von Armut und Not betroffen sind. Und so setzen wir uns auch für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundsicherungssystems ein. Und es ist sehr entscheidend, dass die Grundsicherung fair berechnet wird. Der Deutsche Caritasverband ist aufgrund eigener Berechnungen der Auffassung, dass die Beiträge derzeit zu niedrig sind. Und der Regelbedarf für Erwachsene müsste um rund 60 Euro pro Monat erhöht werden. Aber auch dann wäre natürlich das Leben der Grundsicherungsempfänger weiterhin von Knappheit geprägt. Aber auch die Erhöhung würde ihnen trotzdem ein wenig mehr Spielraum in ihrem Alltag verschaffen
und den Stress mildern, der aus materiellem Mangel folgt. Abschließend denke ich, es bleibt eine dauerhafte Aufgabe für die Kirche und ihre Caritas, sich mit ihren Analysen und Lösungsvorschlägen für eine gerechtere und menschenfreundlichere Gesellschaft einzusetzen, diese in die Politik einzubringen und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und ich freue mich, dass dieser Studientag in diesem Jahr heute auch zur Caritas stattfindet, denn am 23. August 1916, also vor praktisch 100 Jahren, hat die Fuldaer Bischofskonferenz hier in Fulda den von Lorenz Wertmann gegründeten Caritasverband als ihre institutionelle Zusammenfassung aller sozial-karitativen Initiativen auch anerkannt. Und in dieser Tradition steht der Deutsche Caritasverband bis heute und fühlt sich auch dem Gründungsimpuls verpflichtet. Insofern ist es sozusagen gleichzeitig eine Jubiläumsveranstaltung, nicht retrospektiv, sondern mit dem Blick nach vorne. Dankeschön. Sagt der Präsident des Deutschen Caritasverbandes am Tag der Dankbarkeit, wie ich heute Morgen in der ARD gelernt habe. Vielen Dank für die Statements, Ihre Fragen und der Damen und der Herren Antworten. Auf geht's. Herr Dirkes. Nein, bitte immer ins Mikro, wir haben einen Livestream von katholisch. Eine Frage an Prälat Neher. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass angesichts der Hilfe für Flüchtlinge andere Bevölkerungsgruppen, Obdachlose etwa, ins Hintertreffen geraten, weniger bekommen, weniger Zugriff auf Wohnungen oder Geld haben? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Ich denke, formal ist es sicher so, dass von staatlicher Unterstützung hier überhaupt nicht davon ausgegangen werden kann. Was aber natürlich schon der Fall ist, aufgrund des bereits angespannten Wohnungsmarktes, den wir ja schon hatten in vielen Regionen vor der Flüchtlingskrise, dass dadurch, dass natürlich Flüchtlinge jetzt auch Wohnungen suchen, das sich weiter zuspitzt. Und wir haben auch die Gefahr, und da ist sehr darauf zu achten, dass vor allem auch in dem niedrigeren Lohnbereich, ja, dass da die Konkurrenz eben schon erheblich ist. Und insofern sind Maßnahmen zu ergreifen, dass tatsächlich auch die, die bisher in diesem Bereich arbeiten, dass die ihre Arbeit haben und dass es keinen Verdrängungswettbewerb gibt. Also das, würde ich so sagen, ist eine politische Aufgabe, dafür das Augenmerk zu haben und dieses Spannungsverhältnis anzuschauen. Aber ich lege nochmal Wert, nicht die Flüchtlinge haben die Wohnungsproblematik auf den Markt gebracht, die war vorher. Und nur ein Beispiel, in Freiburg, wo ich herkomme, da war die Diskussion um neue Stadtteile vor der Flüchtlingsdiskussion. Also die Flüchtlinge haben nur noch mal auf den Punkt gebracht, was an vielen Stellen bisher schon ein Problem war. Herr Möllers. Ludger Möllers von der Schwäbischen Zeitung. Herr Prälat Neher, ich würde gerne wissen, wie gehen Sie denn auf Kreise zu, in denen tatsächlich jedes zehnte Kind den Schulabschluss, wie Sie sagen, nicht schafft? Sie sagen, der politische Wille sei entscheidend. Fördern Sie diesen Willen? Reden Sie mit den Leuten oder nehmen Sie das nur zur Kenntnis? Wir nehmen das nicht zur Kenntnis. Die Untersuchung hat zwei Aspekte. Zum einen durch die zur Verfügungstellung von Daten, die Verantwortlichen darauf hinzuweisen und die Kolleginnen und Kollegen der Caritas in den betroffenen Kreisen und Regionen nehmen das natürlich zum Anlass, mit diesem Material und mit dem Hintergrund dann mit den Verantwortlichen in das Gespräch zu kommen. Manche sind sehr offen dafür und andere weisen es empört zurück und stellen wie bei allen statistischen Erhebungen die Ergebnisse in Frage. Aber der grundsätzliche Ansatz ist ein sehr positiver, weil es unseren Kolleginnen in den Kreisen tatsächlich Material in die Hand gibt und auch Impulse in die Hand gibt, wie man mit dem Thema mangelndem Schulabschluss konstruktiv umgehen kann. Okay, und wir machen das ja vor allem seit Jahren und damit sieht man Entwicklungen. Das ist das Spannende dabei. Das ist sicherlich ein wirkliches Problem, in das Sie jetzt den Finger in die Wunde legen. Wir haben natürlich kirchlicherseits oft einfach nur mittelschichtsorientiert gearbeitet. Wir haben vor allen Dingen auf Gymnasien und Realschulen gesetzt. Und ich kann jetzt nur für das Erzbistum Köln sagen, dass wir jetzt gegenwärtig dabei sind, ein neues Schulprojekt zu starten, das wir gerade in einem Bezirk gehen wollen, wo prekäre Lebenssituationen, prekäre Familiensituationen herrschen, wo wir Möglichkeiten eröffnen wollen für arme Familien, für Schulabbrecher, Schulabschlüsse zu erstellen. Wir wollen also eine neue Schule
eben auch bauen und ins Leben rufen. Und wir fördern gegenwärtig zurzeit auch noch eine andere Schule, jetzt neu im Ausland, im Libanon, um dort Flüchtlingskindern eine Perspektive zu eröffnen, um da jetzt also auch für die Zeit, die hoffentlich bald gekommen ist, wenn Friede und die Waffen schweigen, wenn Friede wird und die Waffen schweigen, dass dort diese Kinder dann mithelfen können, ein friedliches Syrien zum Beispiel aufzubauen. Also, Herr Dahm, kommen Sie mal. Herr Bartels, mein Name, vom Hessischen Rundfunk Tagesschau-Redaktion. Eine Frage an Kardinal Wölki. Und zwar, Sie sagten eben, solange Arme nur Hilfsempfänger sind, seien sie ausgeschlossene. Ich wollte die Frage mal umdrehen und fragen, in welchem Umfang sind denn Arme dann ausgeschlossene in Deutschland und was muss hier die Gesellschaft tun? Ja, ausgeschlossen sind natürlich einfach viele von Teilhabe, von Bildung. Sie sind ausgeschlossen dort, wo zum Beispiel in diesen prekären Lebensverhältnissen, die mehr und mehr entstehen, etwa in dem Dienstleistungsproletariat, von dem Professor Bude sprach, dass sich dort Armut vor allen Dingen weiblich zeigt, dass sie dort vor allen Dingen gegeben ist, wo viele Alleinerziehende sind, wo diese Frauen zwei oder drei Jobs machen müssen, um einigermaßen über die Runden zu kommen, wo es dann nicht gelingt, zum Beispiel das Pausenbrot für das Kind zu bezahlen, wo es nicht gelingt, dass Kinder am Schulausflug für 20, 25 Euro teilnehmen können, wo es nicht gelingt, dass sie einigermaßen vernünftige Kleidung bekommen, wo sie ausgeschlossen sind. Und das ist zum Beispiel auch eine Anfrage, zum Beispiel an uns und an unsere Betreibung von Kindertagesstätten. Wenn wir also etwa hingehen und sagen, naja, wir machen die um 4 oder um 5 Uhr zu, also zum Beispiel das selbstkritische Anfragen an uns, umdenken zu müssen, müssen wir hier nicht zum Beispiel schauen, dass wir auch Öffnungszeiten hinbekommen bis 19 Uhr, bis 20 Uhr oder keine Ahnung, vielleicht sogar bis 21 Uhr, um Kindern dann die, also um zunächst auf der einen Seite den Frauen natürlich die Möglichkeit zu geben, vernünftig der Arbeit nachgehen zu können und ihnen dann zumindest die Sorge wegzunehmen, dass ihr Kind jetzt also nicht in guten Händen ist oder nicht betreut ist oder so. Also es sind auch Fragen, wie wir uns selbst dort neu orientieren müssen und aufstellen müssen. Herr Perske? Mein Name ist Jörn Perske von der Deutschen Presseagentur. Eine Frage an Herrn Dr. Neher. Da möchte ich anknüpfen an die Frage vom Kollegen Dirkes. Sie sagten eben, es müssen politische Maßnahmen unternommen werden, damit Flüchtlinge und Arme nicht in eine Konkurrenzsituation kommen und so weiterer Unfriede halt entsteht. Was für Maßnahmen könnten das sein? Was haben Sie da für Ideen? Ich denke, dass es ja schon einige Dinge sind, die eingeleitet sind, was den Wohnungsbau angeht. Das Stichwort sozialer Wohnungsbau von Neuem nochmal zu aktivieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass der in den letzten Jahren praktisch völlig zum Erliegen kam, was schon für die bisherige Bevölkerung ein Riesenproblem war für bestimmte Einkommensschichten. Das wirkt natürlich nicht von heute auf morgen. Es gibt aber in dem Bereich auch eine Reihe von Beispielen von Bistümern auch, die hier in den Wohnungsbau investieren und auch zum Teil mit entsprechend subventionieren, damit auch eben die Mieten so sind, dass sie im mittleren und unteren Bereich erträglich sind. Das ist ein wichtiger Teil, der aber, wie gesagt, Wohnungsbau passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein langfristiges Projekt, aber es ist eingeleitet von der Bundesregierung auch. Das Zweite ist auch, über das Integrationsgesetz, über das viel Kritisches zu sagen ist, weil der gesamte Duktus eigentlich eher auf Abwehr ausgerichtet ist, denn als auf positive Integration. Aber auch in diesem durchaus von mir kritisch bewerteten Integrationsgesetz gibt es ja Maßnahmen, um das Stichwort Arbeitsgelegenheiten auch nochmal zu verstärken und darüber Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und ich glaube, dass die ganze Frage der sprachlichen Qualifikation, der begleitenden, berufseinführenden Maßnahmen, dass da einiges jetzt auf dem Weg ist. Und wir, glaube ich, brauchen auch ein Stück, ich sage es mal so, gesellschaftlicher Geduld auch, bis diese Dinge wirken. Und wir dürfen auch nicht immer mit der Keule sofort kommen gegenüber der Politik,
oder die Politik sich die Keule selber immer noch zuschmeißt, weil diese Maßnahmen eben auch Zeit brauchen und jetzt auch wirken können müssen. Und diese Zeit müssen wir uns lassen. Und ich glaube, der eingeschlagene Weg ist der richtige. Und durch alles Streiten um Mittel für Integrationsmaßnahmen ist völlig kontraproduktiv. Also von daher glaube ich, die eingeleiteten Maßnahmen weiterführen, durchführen und an manchen Stellen auch nochmal aufstocken und verbessern. Aber die Wege sind eingeleitet dazu. Ja, ich möchte nämlich dem ganz anschließen und das unterstützen, was Prälat Neher hier gerade zum Ausdruck gebracht hat und darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel im Erzbistum Köln ganz systematisch versuchen, integrative Wohnprojekte zu fördern, gegenwärtig in Kalk, wo es darum geht, sozialen Wohnungsbau in einer ehemaligen Klosteranlage eben zu fördern, bezahlbaren Wohnraum auch für Kölnerinnen und Kölner, und auch für Flüchtlinge, um auf dem Wege eben zu helfen, keine Ghettos entstehen zu lassen, sondern eben integrative Wohnprojekte, wo Kölnerinnen und Kölner mit neuen Mitbürgern zusammen leben können. Ein zweites Projekt findet bei uns in der Nähe von St. Pantaleon, einer der alten Kirchen, statt, wo vorher ein Seniorenheim existierte. Eine große Anlage, das von verschiedenen Trägern geführt wurde und das wir jetzt also auch übernommen haben und dabei sind, zunächst einmal eben für, vor allen Dingen eben für Flüchtlinge, auch eine entsprechende menschenwürdige Unterkunft zu schaffen, mit Flüchtlingsstatus 1. Ja, insgesamt denke ich, würden wir, glaube ich, so von auch unseren kirchlichen Wohnungsbaugesellschaften noch sehr viel aktiver dort vorgehen. Jedenfalls ist das immer die Botschaft, die ich da höre. Das Problem besteht oftmals aber darin, dass die gesetzlichen Auflagen so immens sind, dass die Wege, bis wir dorthin kommen, sehr, sehr lang und sehr, sehr umfangreich sind. Wir haben also schon versucht, sowohl bei der Landespolitik Verantwortlichen wie auch bei der Bundespolitik Verantwortlichen dafür zu werben, jedoch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine Liberalisierung und eine Vereinfachung von Bauanträgen zu schaffen, bis hin auch zur Umwandlung in Bauland. Also wenn es zum Beispiel dauert, wenn es fast 30 Jahre zum Beispiel dauert oder dauern kann, dass jetzt bis jetzt genutztes, landwirtschaftlich genutztes Land dann also erst in Brachland umgewandelt wird. Und dann, bis es also zum Bauland wird, wie gesagt, kann ein Zeitraum von fast 30 Jahren oder sogar noch mehr vergehen. In dieser schwierigen Situation, in der wir uns jetzt Gesamtgesellschaft befinden, da muss, denke ich, anderes einfach geschehen. Und auch da einfach nur mal so aus einer konkreten Erfahrung heraus, nochmal mit Blick auf Köln-Kalk, wenn die Auflagen des Brandschutzes, also alle Leute sollen sicher sein, Brandschutz ist wichtig, brauchen wir uns überhaupt nicht zu unterhalten. Denkmalschutz ist auch total wichtig und ich weiß nicht was alles. Aber man muss die Kirche natürlich auch im Ort, im Dorf lassen, nicht? Also wir haben vorne zum Beispiel da dieses Kapellenhaus, was da jetzt existiert, da haben wir also das renoviert, alles sehr schön geworden. Es wohnen dort inzwischen 25 Menschen mit Migrationshintergrund drin. Ursprünglich war angedacht, das Ganze für ungefähr 700.000 Euro so zu sanieren, dass das möglich ist. Auflagen, die uns dann gemacht wurden, haben die Kosten auf fast 1,5 Millionen Euro hochgetrieben. Das muss man natürlich auch mal alles bedenken und mit berücksichtigen. Wer kann dann noch irgendwo investieren oder wer kann sich das alles irgendwie auf Dauer leisten, wenn tatsächlich die gesetzlichen Bestimmungen hier in unserem Land so sind, dass tatsächlich dann bezahlbarer Wohnraum für viele einfach nicht möglich wird. Herr Breitmeier, Frau Kolfenbach. Ja, Florian Breitmeier vom Norddeutschen Rundfunk. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Bude. Ein Begriff, der ja auch bei diesem Studientag eine Rolle gespielt hat, ist ja der Solidarität. Kardinal Wölki hat ja ausgeführt, wie er den versteht, auch mit einem inklusiven Ansatz, Umgang mit, im Zugang auf.
Nun erleben wir ja im politischen Spektrum auf der rechten Seite oder nationalkonservativ, dass der Begriff der Solidarität auch neu interpretiert wird in einem exklusiven, ausschließenden Zusammenhang, in dem Parteien für sich reklamieren, zu sagen, Deutsche zuerst, wir vertreten eure Interessen, wir vertreten eure Interessen gegen die. Vor welchen Herausforderungen stehen da die Kirchen? Droht da auch eine Gefahr, vielleicht diesen Begriff der Solidarität auch zu verlieren, gerade in der Auseinandersetzung der Renaissance dieses Begriffs auch auf der politischen Rechten? Ich stimme Ihrer Diagnose zu, dass insbesondere die rechtspopulistischen Parteien in Gesamteuropa, die Front National macht was Ähnliches, im Grunde die Strategie fährt, den Solidaritätsbegriff von rechts zu besetzen. Das ist absolut richtig, weil es eine gemeinsame Frontstellung nicht nur im Sinne des Anti-Elitismus gibt, sondern auch, wenn man so will, eine Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus stattfindet bei den rechtspopulistischen Parteien. Ich glaube, dass die Kirche da vor einer interessanten Auseinandersetzung in der Gesellschaft steht, dass sie den Begriff nicht aufgeben darf, dass sie ihn nicht weggeben darf, aber auch wissen muss, dass es sich auch um einen gefährlichen Begriff handelt, weil er immer die Tendenz hat, zu einer exklusiven Solidarität zu werden, zu einer ausschließenden Solidarität. Und Solidarität immer auch ihre Korrektur an dem Begriff der Gerechtigkeit finden muss. Also man kann sich sehr gut eine Gesellschaft, eine gerechte Gesellschaft ohne Solidarität vorstellen und man kann sich eine solidarische Gesellschaft ohne Gerechtigkeit vorstellen. Und das ist der interessante Punkt. Da glaube ich, müssen die Kirchen, da haben sie einen wichtigen Punkt erwischt, diesen Ball aufnehmen und sich da auch ein bisschen in die Auseinandersetzung hineinbegeben. Ich kann da ganz gut nochmal anschließen, weil ich würde den Begriff der Solidarität ganz gerne ergänzen mit dem Stichwort des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und wir werden deshalb als Deutsche Caritas in den Jahren 2018 bis 2020 eine dreijährige Initiative genau zu dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, weil der nochmal deutlich macht, dass es darum geht, die unterschiedlichen Schichten und Stimmungen und Rand und Mitte, das in einer Form der Balance zu bringen. Und das halte ich für die Zukunft unserer Gesellschaft enorm wichtig, die jetzt auch durch die ganze Flüchtlingsfrage, durch die Frage prekäre Lebens- und Arbeitsverhältnisse eine zentrale Herausforderung ist, weil wir schon erleben, dass es gewisse Abschottungen gibt jeweils. Und darum ist das Stichwort für uns der gesellschaftliche Zusammenhalt, dem wir uns auch dann in diesen Jahren nochmal besonders widmen wollen. Ja, und ich denke, dass neben dem Solidaritätsprinzip und dem Subsidiaritätsprinzip vor allen Dingen das Gemeinwohl, die Gemeinwohlorientierung unserer Gesellschaft wieder sehr viel stärker ins Bewusstsein gehoben werden muss. Und damit ist eigentlich eine Exklusion ausgeschlossen. Und sie ist natürlich insofern schon ausgeschlossen für uns als Christen, weil Gott nicht exklusiv denkt, sondern immer nur inklusiv denkt und natürlich gerade mit Blick auf ihn ganz klar ist, dass Menschenwürde und Menschenrechte nicht teilbar sind und ich in jedem Menschen und damit eben gerade auch im Armen und gerade auch, also jetzt unabhängig von Hautfarbe, von sozialem Status, von sozialer Herkunft und so weiter, im Letzten natürlich immer im Menschen das Abbild, das Ebenbild Gottes erkenne. Also insofern können wir uns als Christen nie mit einem Solidaritätsverständnis anfreunden, wie es gerade in rechtspopulistischen Parteien praktiziert bzw. postuliert wird. Herr Brüggen-Jürgen. Ingo Brüggen-Jürgen, domradio.de. Vielleicht eine Frage an Frau Assmann. Auf der lokalen, praktischen Ebene und an den Prälaten näher auf der Bundesebene. Die katholische Kirche hat sich ja nach Limburg eine Transparenzoffensive verordnet und die Bistümer haben ihre Vermögenshalte alle offengelegt. Das war teilweise so wie die sprichwörtliche arme Kirchenmaus. Auf der anderen Seite, Stichwort Paderborn, liegt auch was richtig auf der hohen Kante. Macht das die Arbeit für die Caritas vor Ort schwerer? Verändert sich dadurch was, wenn man immer hört, dass der Kirche angeblich ja so reich ist? Oder wie ist das auf Bundesebene? Erschwert das die Verhandlungen mit entsprechenden Partnern?
Also unsere Arbeit ist nicht davon beeinträchtigt, war sie noch nie. Als wir begonnen haben, war unser Stadtteil in einem sogenannten Bund-Länder-Programm und der Caritas-Verband hat diese Gelder abgerufen und mit der Caritas Arbeit vor Ort Kooperationsvereinbarungen getroffen. Wir haben Anschubfinanzierungen gehabt für gewisse Dinge, aber alles, was wir jetzt tun, ist ehrenamtlich und durch unseren Verein haben wir Spenden und Bußgelder und können mit diesem Geld arbeiten. Also wir verfügen über keine Millionen, aber wir können zum Beispiel Gutscheine ausstellen für den Kleiderladen oder wir können auch mal in Vorlage treten, wenn eine Stromrechnung nicht bezahlt wird oder wir können auch mal Fahrscheine kaufen. Das ist in Frankfurt ein großes Problem, die Schwarzfahrerei. Und wir sind anerkannt im Stadtteil und im Umfeld. Es gibt auch Menschen, die ihren 80. Geburtstag feiern und die Gelder uns spenden. Und wir erben auch manchmal kleine Summen. Also wir sind ein gesunder Verein, aber angedockt in der Satzung an die katholische Pfarrei. Wir arbeiten also sauber und ordentlich, aber die finanzielle Situation des Bistums Limburg spielt bei uns keine Rolle. Der Deutsche Caritasverband jetzt als e.V. im engeren Sinn veröffentlicht selbst seine Finanzdaten schon seit vielen Jahren. Und mein Eindruck ist, dadurch, dass das sehr sorgfältig passiert und differenziert auch in der Darstellung und es ist auch, was ich aus den Bistümern weiß, habe ich den Eindruck, dass das eher positiv ist, also im Sinne der Transparenz und der Klarheit und jeder, der nicht nur an vordergründigen Zahlen stehen bleibt, sondern guckt, was da an Verpflichtungen dahinter steckt und was das bedeutet, habe ich auf der Bundesebene also nur die gegenteilige Erfahrung, dass es positiv wahrgenommen wird, dass transparent ist, dass man weiß, wo man dran ist. Natürlich sieht man dann auch, wo Mittel vorhanden sind, die ja aber nicht einfach selber für goldene Wasserhähne benutzt werden, sondern um sie selber wieder in soziale Initiativen reinzubringen, was Caritas angeht und auch die Bistümer. Summa summarum, es ist insgesamt eine positive Wirkung und ich kann es aus unserer Erfahrung auch nur, und ich vermute auch für Köln und andere, die das ja jetzt auch alle gemacht haben, dass man das eigentlich nur empfehlen kann weiter. Und soweit ich das sehe, sind auch die übrigen Bistümer da dran, das zu tun. Caritas-seitig auch, da ist auch die Landschaft unterschiedlich. Es gibt Diözesan, Caritas-Verbände, örtliche Gliederungen, die das machen. Andere sind auf dem Weg. Das hat natürlich auch immer mit finanziellen Dingen zu tun. Aber grundsätzlich ist es positiv. Und wir als Verantwortliche des Deutschen Caritas-Verbandes befürworten das seit Jahren, hier eine Klarheit und Transparenz, auch was die Gehaltsstruktur der Leitungsebene angeht, da haben wir nichts zu verbergen und es dient eigentlich der Glaubwürdigkeit und nicht dem Gegenteil. Vielen Dank. Letzte Frage, Herr Möllers. Ich habe noch mal eine Frage an den Kardinal Wölki. Sie haben eben davon gesprochen, dass auch die kirchlichen Wohnungsbaugesellschaften einbezogen werden sollen. Jetzt erlebe ich bin für die Schwäbische Zeitung in Ulm tätig, ein kirchliches Wohnungsbauunternehmen, das 200 Millionen Euro in ein Einkaufszentrum investiert. Den Einzelfall mögen Sie nicht kennen, aber das ist eine gewisse Schere im Kopf bei mir. Ja, also die kann ich Ihnen jetzt natürlich zunächst mal so nicht genau beantworten. Ich kann nur sagen, dass, also natürlich haben wir auch, das ist in Köln zum Beispiel auch der Vorwurf gewesen, natürlich, dass bei uns die Aachener Wohnungsbaugesellschaft Immobilien hat auf der KÖ in Düsseldorf und Immobilien hat auch in der Kölner Innenstadt. Ich bin jetzt kein Finanzfachmann, aber ich würde jetzt oder habe das jedenfalls immer so verstanden, dass wir natürlich auch Immobilien haben müssen, die die Gesellschaft gesund hält und die natürlich auch irgendwie einen Verdienst ermöglicht, um auf der anderen Seite dann wieder etwa in prekären Verhältnissen bauen zu können und das dann zu finanzieren. Also insofern ist das vielleicht so etwas wie ein sozialer Ausgleich. Also bei denen, die etwas mehr können und etwas mehr haben, nimmt man dann auch irgendwie über Mieten und sonstige Dinge wieder ein, die dann dazu verhelfen, in anderen Bereichen günstiger und gut zu bauen und zu helfen, dass ärmere Wohnung bekommen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drei Anmerkungen noch von mir. Erstens das Einführungsreferat von Kardinal Wölki
Das Referat von Herrn Prälat Neher finden Sie in der nächsten halben Stunde auf dbk.de als Download. Wir stellen das gleich ein. Das zweite, mein Dank an katholisch.de für die Livestreams gestern und heute in unseren Pressegesprächen. Das dritte, was ich eingangs im Atmosphärischen vergaß. Natürlich hat die Bischofskonferenz heute den Geburtstag unseres Vorsitzenden konmemoriert. Kardinal Marx hat heute Geburtstag. Der stellvertretende Vorsitzende hat gratuliert. Das eine oder andere Geschenk gab es auch. Und den Weihetag Bischof Algermissen aus Fulda und Kardinal Marx wurden vor 20 Jahren zusammen an diesem heutigen Tag zum Bischof geweiht. Auch das wurde konmemoriert. Wollte ich noch anmerken. Dankeschön. Wir sehen uns teilweise heute Abend, morgen früh und morgen Mittag. Schönen Tag noch.